Hallo, lieber Krebs, und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für die neue Woche, die Woche vom 6. bis 12. November 2023. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten und wir gucken mal, was sie dir sagen möchten für die neue Woche. Diese Kartenlegung ist für dich, wenn du den Krebs hast, im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder in deinem Mondzeichen. Und dann gucken wir mal. Es geht um, ja, Kreativität, lass dich von der Muse küssen. Und ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir das schon mal für dich. Also für alle Krebse, die die Muse noch auf später verschoben haben, hier wäre nochmal der zweite Versuch oder die Intensivierung von der ersten Runde. Also was immer dir an Ideen noch vor im Kopf rumgeht. Huch. Moment. Oh Gottchen, das darf jetzt wirklich mal zum Leben gebracht werden. Ob das eine Idee ist, mit der du schon angefangen hast, wo es jetzt darum geht, weiterzumachen. Ob es eine Idee ist, wo du sagst, Mensch, ich wollte immer mal ein Buch schreiben, auch einen YouTube-Kanal starten, einen Podcast machen, mal wieder was malen, was basteln, mein Wohnzimmer neu dekorieren, was auch immer. Also, da geht es darum, das jetzt wirklich weiter voranzubringen. Wir gucken jetzt mal ins Tarot, was wir hier noch für dich haben, lieber Krebs. Und wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich benutze, die drei hier findest du in der Infobox aufgelistet. Und ich habe die 5 der Schwerter hier liegen. Was soll das denn bitte? Das sieht so aus, als würde jemand gegen dieses Kreative ankämpfen wollen. Warum auch immer. Also ob du das bist oder ob das eine Person in deinem Außen ist, die dir das ausreden will, das wirst du selber am besten wissen, vielleicht auch beides. Aber irgendwie kämpfst du gegen dieses Kreative an, vertagst es auf später, lässt dich ablenken davon, sagst, ach na ja, eines Tages wäre ja ein schöner Traum, wäre schon cool, aber. Und ich glaube, das hat man beim letzten Mal genauso gehabt, dass dieses Aber irgendwie so groß ist, dass ich da irgendwie, ja, du dir damit im Weg stehst oder im Weg stehen lässt. Aber warum denn? Was spricht denn dagegen? Es spricht gar nichts dagegen. Ich glaube, das ist so ein Ding von die Angst vor der eigenen Größe. Was ist, wenn es klappt? Wenn es nicht klappt, also wenn ich es nicht probiere, dann ist es auch nicht schlimm, weil es nicht geklappt hat, weil ich es ja nie probiert habe. Aber wenn ich es probiere und es klappt nicht, dann habe ich es ja probiert, dann ist ja das Scheitern viel schlimmer, als es nie gemacht zu haben. Aber wenn ich es mache und dann klappt es auch noch, dann funktioniert das, dann ist das genial, dann ist die Rückmeldung genial. Ach du Scheiße, dann kriege ich aber immer Angst vor der eigenen Größe. So eine Energie liegt hier. Und wo kommt die denn jetzt bitte her? Du hast Angst, dass du dann nicht mehr in deinen Kreis passt, in deinen bekannten Kreis. Ob das jetzt eben die Bekannten sind, ob das deine Familie ist, ob das alte Freunde sind, was auch immer. Dass wenn du jetzt mit deinem Herzensweg, was auch immer das ist, super erfolgreich wirst, super durchstartest, dann bist du ja nicht mehr die Person, die du vorher warst. Dann veränderst du dich ja, logischerweise. Die Rahmenbedingungen, mit dir befreundet zu sein, mit dir Zeit zu verbringen, verändern sich und du hast so Angst davor, also unbewusst. Ich glaube nicht, dass dir das bewusst ist, aber unbewusst haust du dir da einen Stock rein, weil du Angst davor hast, dann ausgegrenzt zu werden, weil du, weil die anderen dich dann komisch finden oder abgehoben finden oder ach, guck mal, Krebs, unser Künstler oder was hier, ja, hier. Denkt jetzt auch, ist was Besseres, ne? Also irgendwie sowas liegt hier und die Frage ist halt, wenn du Angst davor hast, von deinem Kreis ausgegrenzt zu werden, solltest du dir die Frage stellen, ob der Kreis überhaupt der richtige für dich ist, in dem du gerade bist. Autsch. Weil ganz ehrlich, deine Freunde, deine Familie, wer auch immer, die wollen dich doch nicht scheitern sehen. Die wollen doch nicht sehen, dass irgendwas nicht klappt. Die wollen doch, dass du erfolgreich bist. Und wenn sie das nicht wollen, dann sind das eh nicht die richtigen Menschen in deinem Leben. Und ich sage nicht, dass das so ist. Ich sage, dass ich eher glaube, dass es was Unbewusstes ist, was du da am Laufen hast. Eine unbewusste Angst, ausgegrenzt zu werden. Was ein natürlicher Prozess auch ist. Nicht, dass man ausgegrenzt wird, aber dass man sich, wenn man sich verändert, automatisch mit anderen Menschen mehr Zeit verbringt, automatisch mehr in Kontakt mit anderen Menschen ist, die eine ähnliche Geschichte auf einmal haben, wie man selbst startet. Und da dann mehr von partizipiert und dann sowieso immer weniger Zeit für den alten Kreis haben wird, ganz automatisch, nicht weil was vorgefallen ist, sondern weil es eben einfach so ist. Und da darfst du mal hinschauen, ob du dir dieses Kreative, dieses Herzgesteuerte, dieses so aus dir selber herausfließende vielleicht nicht erlaubst. Vielleicht als Hobby, aber nicht so in, mit voller Fahrt voraus. Weil was ist,
wenn es auf einmal klappt? Was ist, wenn es klappt? Dann Halleluja. Guck da mal hin diese Woche, lieber Krebs. Passt ja auch noch zur Mondenergie, das Nicht-Sichtbare sichtbar machen. Was steht da denn im Weg? Oder ist es vielleicht nur eine Ausrede, um nicht losgehen zu müssen? Kannst du auch noch mal schauen, ja. Abschließende Botschaft für dich. Dankbarkeit ist die absolute Lebenskraft für Frieden, also auch inneren Frieden. Wofür bist du heute dankbar? Vielleicht sind es auch die alten Kontakte, weil die vielleicht gar nicht so schlimm sind, gar nicht so garstig sind. Aber wir haben ja auch die 4 und die 1. 4 plus 1 ist 5, Transformation. Steht was Neues an für dich. Steht wirklich was Neues an. Sei dankbar für den Weg, den du gegangen bist und sei neugierig auf das, was jetzt kommen mag. Da öffnen sich gerade Portale für dich. Da ist ganz viel, sehen wir hier an den Blumen, erblühen dabei für dich. Was für eine schöne Energie. Und erblühen kannst du auch, indem du mit mir bei Stardust dabei bist. Das geht ja jetzt am Dienstag los, 7.11. ist unser Kickoff-Call. Die erste richtige Sitzung dann in der Woche drauf. Und melde dich gerne an, wenn du Lust hast, mal wirklich in dieses Erblühen und dem Folgen deiner Leidenschaften, dem Folgen deiner Herzenspassion und dem Freischalten des Ganzen wirklich folgen zu können. Da freue ich mich, wenn du dabei bist. Ich verlinke es ja hier eh am Ende des Videos, aber auch unten in der Infobox findest du den Link. Melde dich an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Deine Denise.